Abend hier keine Abhandlung, wissenschaftliche Abhandlung zum Thema Hochbegabung machen, sondern ich will euch einfach an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, die ich in 12 Jahren Jugendarbeitslosenprojekt und 4 Jahre als Arbeitsvermittler in der Bundesagentur für Arbeit gemacht habe. In der Jugendwerkstatt war mir aufgefallen, dass es so, so viele junge Menschen gibt, die aus meiner Sicht hochintelligent sind, aber irgendwie es nicht richtig zeigen können. Und ich habe mich dann vor 10 Jahren auf den Weg gemacht und habe eine Mindmap entwickelt, die ihr da im Vorspann gesehen habt. Und mit Hilfe dieser einfachen Methode ist es mir dann gelungen, die Interessen von jungen Menschen wahrzunehmen, ihre Träume und so weiter. Und das passte eigentlich in der Regel nie zu ihren Schulabschlüssen. Da waren etliche, die keinen Schulabschluss hatten, die einen Sonderschulabschluss hatten, die einen Hauptschulabschluss hatten, abgebrochene Lehre und so weiter, haben sich selbst als Versager gesehen. Aber wenn ich dann auf die Mindmap schaute, sah ich, boah, für was die sich alles interessieren. Ich gehe nachher nochmal an einem Beispiel von Patrick, gehe ich nochmal drauf ein, was da so nicht zueinander passt. Sonderschule zum Beispiel. Ich habe mal einen Professor, der ganz gutes Geld mit dem Testen von Hochbegabten macht, gefragt, ob er meine Einschätzung teilt, dass es an deutschen Sonderschulen viele Hochbegabte gibt. Da sagt er, nee, also das kann mal hier und da vorkommen. Aber nein, auf keinen Fall. Das war aber nicht meine Beobachtung. Und dann habe ich einen Sonderschuldirektor gefragt, einen Pensionierten, sag mal, wie hast du deine Schüler wahrgenommen? Und kannst du meine Einschätzung teilen, dass unter deinen Sonderschülern, man nennt sie jetzt Förderschule für Lernbehinderte und so weiter, dass unter deinen Schülern Hochbegabte waren? Und er guckte mich an. Weißt du, ich wollte ein Buch über die Intelligenz meiner Schüler schreiben, aber die Schule ist abgebrannt und damit alle meine Aufzeichnungen. Ich will sagen, unser Schulsystem ist offensichtlich überhaupt nicht in der Lage, die Potenziale und die Fähigkeiten von jungen Menschen wahrzunehmen oder gar zu fördern. Natürlich gibt es jetzt haufenweise Förderprogramme mit Hochbegabung, ja, und diese Schule, jene Schule brüstet sich damit, jetzt Hochbegabtenförderung zu machen. Aber aus meiner Sicht geht es da meist auch immer wieder nur um noch mehr Stoff und so weiter. Das Thema ist ja, jeder ist potenziell hochbegabt. Wie komme ich zu dieser Meinung? Ich glaube schon, dass manche jetzt Sturm laufen, die meinen, Hochbegabte seien etwas Besonderes, also sozusagen wertvoller als andere. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Sie sind anders. Was macht sie anders? Hochbegabte sind nach meiner Definition eigentlich nur Menschen, die jetzt schon, das heißt auch in Kindertagen und so weiter, ihr Gehirn freigeschaltet haben. Das heißt, oder größere Teile freigeschaltet haben, die anderen auch besitzen, aber meinen, dass sie halt nicht so intelligent sind, vielleicht weil sie eine Leserechtschreibschwäche haben zum Beispiel. Leserechtschreibschwäche oder Legasthenie. Das beginnt man jetzt erst überhaupt zu begreifen, was das eigentlich ist. Die Menschen, die in meinem Büro saßen, haben gesagt, ja, als ich in der Grundschule war, dachte ich, ich wäre doof. Weil ich konnte ja etwas nicht, was die anderen alle konnten. Selbst ja, der sonst immer gefragt hat, der konnte lesen und schreiben und ich nicht. Also habe ich gedacht, ich wäre doof. Mittlerweile weiß man, dass Legastheniker Bilddenker sind. Das heißt, sie denken in dreidimensionalen Bildern. Und das macht ihnen natürlich Schwierigkeiten, dann diese zweidimensionale Schrift zu entziffern. Ich kenne einen 40-Jährigen, beziehungsweise ich habe mit ihm telefoniert, der mir gestanden hat, dass er heute noch, wenn er seinem Nachbarn
ein Zettel vor die Tür liegt, dass er mit ihm in die Kneipe gehen will, das erst in Word vorschreibt und dann mit Rechtschreibhilfe das abschreibt und dann auf den Zettel, sodass der Nachbar nicht weiß, dass er Legastheniker ist. Aber diese Menschen sind hochkreativ, hochkreativ und wachsen aber in dieser Scham auf, etwas nicht zu können, was andere können. Und dann eben diese ganzen Abschlüsse. Meine Güte, ich habe so viele junge Menschen gesehen, Maurerhelfer, Bäckereiverkäuferinnen und so, wo ja, das aus den Augen blitzte, aber sie haben sich nicht wertgeschätzt. Ich kenne einen jungen Mann, um einfach nochmal auch ein bisschen was übers Hirn zu sagen. Ich kenne einen jungen Mann, der ist jetzt 16. Als er geboren wurde, haben die Ärzte gesagt, der hat keine Überlebenschance. Der hat ja kaum ein Gehirn. Man nennt das Anencephalie. Das heißt, der hat praktisch nur so ein schaumartiges Gebilde da unter der Schädeldecke. Der Rest war Wasser. Das heißt, er hatte einen Wasserkopf, Hydrocephalus. Die Ärzte wollten ihn sterben lassen und die Mutter hat gesagt, nein, komm gar nicht in Frage. Das Kind überlebt. Und meine Frau war Physiotherapeutin, hat diesen Jungen behandelt, 6 Jahre lang, weil er halt Koordinationsstörungen hatte. Und als ich ihn letztes Jahr anrief, da wusste der noch sofort den Namen meiner Frau, sofort den Namen meiner beiden Kinder. Und als ich dann mal die Familie besuchte, hat die Mutter erzählt, dieser Junge, der fast kein Gehirn hat, geht keinen Tag zur Schule, bevor er, also geht zur Schule, aber vorher liest er erstmal den Politikteil in der Zeitung. Und alles, was er je in seinem Leben gefragt hat, hat er behalten. Und ich habe mich dann ein bisschen auf die Suche gemacht und tatsächlich in der Literatur, im Internet, findet man tatsächlich Hochbegabte unter Menschen, die fast kein Gehirn haben. Das heißt, wenn diese Menschen über solche Fähigkeiten verfügen, um wie viel mehr wir, die über normales Gehirn verfügen. Und das Schöne ist, die Hirnforschung hat herausgefunden, als ich junger Mensch war, hat man uns gesagt, ja, also alle Zellen im Körper, die tauschen sich aus, ne, im Laufe des Lebens mehrmals, also ich weiß gar nicht, wie ich weiß, ich glaube 7 Millionen Zellen werden pro Sekunde ausgetauscht. Aber das gilt nicht fürs Gehirn. Das stirbt dann sozusagen nur ab. Alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Die Hirnforschung hat es durch die bildgebenden Methoden herausgefunden, ein Gehirn kann ja noch mit 85 sich verändern. Ja, der Gerald Hüther, sind etliche YouTube-Vorträge oder sonst im Internet zu finden, hat gesagt, schönes Beispiel, noch ein 85-Jähriger kann innerhalb kürzester Zeit Chinesisch lernen, wenn er motiviert ist. Das heißt, wie kann man einen 85-Jährigen motivieren? Bestimmt nicht so in der Nacht der Art, wir kriegen jetzt demnächst hier chinesische Altenpfleger, da muss ich aber ein bisschen Chinesisch lernen. Nee. Sondern wenn dieser 85-Jährige eine 65-jährige Chinesin kennenlernt und mit ihr nach China gehen will, also wenn er sich verliebt hat, in dem Moment kann das Gehirn ja sofort wieder neue Verbindungen knüpfen. Das heißt, unser Gehirn ist plastisch. Es kann dauernd verformt werden. Aber es hängt davon ab, ob wir uns das erlauben. Und ich möchte mit meinen Videos und ich möchte mit meinem Buch, was ich im Eingang ja gezeigt habe, wenn wir wüssten, Einladung zu einem liebevollen Umgang mit sich selbst, einladen, ja, dass ihr euch selber auf die Spur kommt. Auf die Spur, dass jeder von uns einzigartig ist, über einzigartige Fähigkeiten verfügt und sich mit niemandem vergleichen muss. Und dass sein Gehirn, dass unser Gehirn auf Unendlichkeit hin angelegt ist. Und es kann gar nichts anderes als lernen, aber bitte nicht so einen Müll, den wir in der Schule bekommen, so sozusagen angestaubtes Wissen rein und dann wieder raus. Nein, indem man Probleme, das Gehirn möchte Probleme lösen. Und die Menschen, denen ich begegnet bin, die da schon ein bisschen mehr freigeschaltet haben,
wenn die keine Probleme hatten, dann haben die sich Probleme geschaffen. Das ist sozusagen eine Sache halt von Hochbegabten. Wenn die keine Probleme haben, sie schaffen sich welche, damit ihr Gehirn was zu tun hat, damit sie Probleme lösen können. Das heißt, Hochbegabung hat nichts in erster Linie mit Wissen zu tun. Wissen kannst du aus dem Internet beziehen, du kannst es aus Büchern beziehen, alles. Hochbegabung oder Intelligenz hat was mit Vorstellungskraft zu tun, mit Fragen haben, in Frage stellen. Ich habe in meinem Büro mehrere junge Menschen gehabt, die berichtet haben, dass ihre Fragen nicht gelitten wurden in der Schule. Das heißt, sie haben sogar Frageverbot bekommen. Frageverbot, das muss man sich mal vorstellen. Ja, zum Beispiel in Mathe. Immer wieder Mathe war das Thema. Wenn junge Menschen eigene Lösungswege vorgeschlagen hatten und die nicht ins Programm passten, dann wurden ihnen sogar Frageverbot erteilt. Und natürlich bekamen sie auch eine schlechte Zensur in Mathe, weil sie nicht den vorgeschlagenen Lösungsweg eingeschlagen hatten. Und dann dachten sie, wenn sie in Mathe eine 4 oder eine 5 hatten, dann ist ja nichts mit ihnen. Jetzt gucken wir uns mal eben den Patrick an. Und da will ich einfach an dieser Mindmap mal einfach zeigen, dieser junge Mann hat einen Sonderschulabschluss. Wir gucken uns das mal eben an. Als ich Patrick kennenlernte, war er Anfang 20, hatte bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen auf dem Bau, Hochbau, Tiefbau, in der Verpackung, in der Produktion gearbeitet, hatte keine Ausbildung, aber man hatte ihn in der Bundeswehr zum Beispiel zum Scharfschützen ausgebildet. Also verfügte über etliche Kenntnisse, aber keinerlei Ausbildung. Und wenn wir uns jetzt die Kenntnisse und Fähigkeiten angucken, ne, da Gestalten, Fantasie, schnelles Malen, BIOS, also im PC BIOS, 10-Fingersystem, das ganze Paket von Office, alles ist da, aber Druck, offene Rechnung und der Vater. Und ich habe dann unten drunter geschrieben, Vater unbekannt. Und wenn man sich jetzt die Interessen anschaut von Patrick, dann fällt auf, Mathe und Chemie waren seine Lieblingsfächer. Er interessiert sich für Horrorfilme, Nachrichten und für Simpsons. Und wenn man Simpsons, den Humor, verstehen will, dann muss man schon ziemlich viel freigeschaltet haben in seinem Hirn, um darüber lachen zu können. Also du siehst, oder ihr seht, das passt nicht mit dem Schulabschluss. Unser Schulsystem muss aus meiner Sicht grundlegend verändert werden, wenn ja unser Volk, ja überhaupt, wenn die Welt sich den Herausforderungen, die da sind, stellen will, dann brauchen wir jeden Einzelnen in seinen Fähigkeiten, die er zum seinem Wohle, aber auch zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen kann. Und nicht einfach funktionierende Arbeitssklaven oder Drohnen oder sonst was, wie offensichtlich manche wollen, ja, dass sie nur funktionieren. Ich kenne weitere junge Leute. Am Anfang habe ich auch zwei Mindmaps gezeigt von Dennis und von Katharina. Dennis ist auch so ein typischer Fall, Hauptschulabschluss, bei der Post gelernt, Zusteller, aber schon in jungen Jahren hat er sich für Philosophie und Theologie interessiert. Was macht der kleine Kerl? Der geht in, so mit 11 hat er mir erzählt, ist er in Bibliotheken gegangen und hat sich diese Literatur geholt. Und irgendwann, als er heranwuchs, hat er gesagt, ich möchte diese Literatur im Original lesen, weil jede Übersetzung, klar, ist eine Interpretation. Dennis versteht heute, er ist jetzt, glaube ich, so 26, versteht heute etwa 24 Sprachen, wovon er sich 21, 22 Sprachen selber beigebracht hat, nur weil er motiviert war, ja, die Sachen im Original zu lesen.
Dieser junge Mann hatte mal in der 11. nochmal einen Versuch gemacht, also sein Abitur zu machen, damit er vielleicht studieren könnte. Er ist in Mathe gescheitert. Ein Mensch, der 22 Sprachen sich selber beibringen kann, damit er die Philosophen im Original lesen kann, kann kein Abitur machen in Deutschland. Es ist unglaublich. Und Katharina, das war diese bunte Mindmap, auch sie, ja, sie hatten zwar einen Realschulabschluss, aber als ich sie kennenlernte, war sie 21, noch keine Ausbildung, nichts. Und sie hat halt ja, gedacht, sie könne nichts. Aber das, was sie kann, hat sie in ihren Interessen versteckt. Nicht in ihrem Können, das war ja nur so ein bisschen. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen laufen herum, hochintelligent, hochkreativ, aber sie glauben nicht an sich. Sie denken, das, was sie können, interessiert ja keinen, beziehungsweise kann jeder und so weiter. Und da kommen wir halt dazu, warum? Wie kommt das dazu? Wie kommt das dazu, dass die Menschen sich selber überhaupt nicht wertschätzen? Und im Laufe der Jahre, die ich mit der Mindmap jetzt arbeite, also es sind wieder 10 Jahre, bin ich drauf gekommen, dass es Glaubenssätze sind. Glaubenssätze wie, das Leben ist hart und schenkt mir nichts, oder ich muss kämpfen, oder ich bin nicht gut genug. Das war so meiner. Ja, ich bin nicht gut genug, also muss noch besser werden, noch besser, noch besser. Und welche Funktion diese Glaubenssätze haben, warum Menschen das irgendwann mal in ihrem Leben installiert haben, darüber werde ich bei einem der nächsten Videos nochmal berichten. Jetzt möchte ich dich oder euch einfach ermutigen, ladet euch einfach eine Mindmap runter von meiner Homepage, wenn-wir-wüssten. Da ist auch eine kurze Anleitung. Und entdeckt euch. Entdeckt euch. Ja, ihr lebt nicht für den Lebenslauf, für irgendwelche Personalchefs. Es ist euer Leben. Und es ist einmalig. Und diese Einmaligkeit könnt ihr durch so eine Mindmap einfach mal zum Ausdruck bringen. Zeigt sie anderen. Ja, lasst ja, andere drauf schauen und sie werden sofort etwas entdecken, was ihr gar nicht, wo ihr gar nicht dran gedacht habt. Ja, und ja, macht euch einfach auf, habt Mut, loszugehen und lasst euch von niemandem mehr sagen, ihr seid doof. Meistens habt ihr es euch selber gesagt. Aber dann kamen auch ein paar Lehrer zu. Niemand ist doof. Hier ist ein altes Lied zu meiner Jugend. Doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht. Doof geboren wird keiner, doof wird man gemacht. Nur wer sagt, doof bleibt doof, der hat nicht nachgedacht. Und das stimmt. Also, mach dich auf und entdecke deine Einzigartigkeit und entdecke, dass du mit dem, was du unter deiner Schädeldecke hast, und man weiß ja neuerdings, dass wir sozusagen ein Bauchgehirn haben, in diesem Zusammenspiel ist jeder Mensch aus meiner Sicht potenziell hochbegabt. Mach dich auf. Tschüss und bis bald.